Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du eingeschaltet hast. Unser heutiges Thema ist Numerologie, das Geheimnis des Ungesagten. Dafür habe ich einen Spezialisten bei mir, Bernhard Wirth, und der wird mir sagen, inwieweit Numerologie mein Leben beeinflusst. Bleibt dran, es wird spannend. Viel Spaß im Interview. Hallo Bernhard, danke, dass du nochmal bei mir in Dresden bist. Ja, gerne. Nach Wunderschöne Stadt. In Dresden ja. hatte ich schon viele Vorträge gehalten. Die Ah ja. letzten 30 Jahre. Wahnsinn. Vor Ja. Corona. Vor Corona-Zeit, ja. Wir haben letztens über das Thema Angst gesprochen. Ja. Und heute geht es ums Thema Numerologie, Ja. das Geheimnis des Ungesagten. Ja. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz dich vorstellen, was du machst und wie du zur Numerologie gekommen bist, denn das ist ja gerade dein aktuelles Buch, woran du noch arbeitest. Ja, genau. Also, wer ich bin Franke. Genau, bin in Nürnberg geboren, aufgewachsen und seit über 30 Jahren auf der Welt unterwegs. Was ist meine Arbeit? Ich hatte immer ein Doppelleben beruflich. Einmal das Thema Körpersprache, als ich ja weltweit in über 60 Ländern der Erde Vorträge gehalten habe, also internationale. Wir können jetzt auch über indische Körpersprache reden oder über Fidschi-Inseln, wenn du es haben möchtest. So, und natürlich die deutsche Körpersprache, wo in Europa auch schon wieder unterschiedliche Körpersprachearten sind. Damit war ich unterwegs und habe auch viele Bücher dazu geschrieben. Und auf der anderen Seite gibt es in mir einen beruflichen Weg, der als Überschrift die letzten 40 Jahre sein kann. Ich habe immer was gesucht, was keine Schule und keine Universität lehrt. Heute dürfen wir hinzufügen, was auch nicht bei Google steht und nicht bei Wikipedia zu finden ist. Das hat in mir wohnt etwas, das sehr motiviert ist, solche Dinge zu suchen, zu finden und verstehen zu lernen. Irgendwann bin ich dann, da hieß es mal, es gibt flüssige Buchstaben. Was sind flüssige Buchstaben? Dann gebe ich es mal ein bei Google. Damals gab es noch kein Google, wie ich das begonnen hatte. Und dann wusste ich, es sind die urhebräischen Zeichen. Urhebräisch ist nicht hebräisch, ist nicht althebräisch, ist nicht neuhebräisch, ist nicht computerhebräisch, sondern ist urhebräisch. Das sind Zeichen und Zahlen, wo jedes Zeichen, gedanklich Buchstabe, um eine Brücke ein bisschen zu bauen, jedes Zeichen auch eine Zahl darstellt. Davon gibt es grundsätzlich 22 plus 3 plus 1. Und das hat mir dann ein Rabbi beigebracht. Ein nicht-orthodoxer Rabbi, muss man auch wieder hinzufügen, weil im Judentum, uns ist ja häufig bekannt, alle Juden sind jetzt christlich, sind religiös. Und da gibt es keine Ausnahme. Das ist ein bisschen am Thema vorbei, was uns da verkauft wird. Es gibt dort auch verschiedene Richtungen. Und eine Richtung sind die Chassidim, die sich sehr mit dem Hier und Jetzt auch beschäftigen. Ja. So, und das habe ich dann erfahren dürfen. Und da ich auch viel zu Hause war in Freimaurerlogen, ohne dass ich Freimaurer bin, muss ich mal dazu fügen, weil ich immer Wissen gesucht habe, das es nirgends gibt. In keiner Buchhandlung gibt, klassisch und auch so nicht zu finden ist. Das war ja immer mein Auftrag und es gab eine Zeit, wo ich dachte, dass es in den Freimaurerlogen ja, Bibliotheken gibt, die dieses Wissen haben und mir diese Bücher vielleicht geben. Ich hatte dann das Glück, in Zürich einen Mann kennenzulernen, der sich mit diesen Dingen beschäftigt und der diese Zugänge auch hatte. Ja. Das hat auch eingebracht, dass ich weltweit in Freimaurerlogen unterwegs war. Aber immer mit dem Ziel, haben die Wissen, das ich nicht habe und ich gerne haben möchte, was nicht in der Öffentlichkeit ist.
Ja, und dort bin ich dann in verschiedene Richtungen gekommen. Einmal die hermetische Tradition, Hermes. Es ist die Richtung, wo Griechenland und Ägypten, diese Weisheitslehren, zusammengekommen sind. Hermes Trismegistos heißt es dann. Hermes heißt hermetisch abgeriegelt. Das können wir jetzt auch, ist auch Hermes, ist auch Gott der Grenzmarkierungen, der Steinhaufen, weil früher hatten die ja Steinhaufen, um zu markieren. Also diese ganze hermetische Tradition hinein, Smaragdtafeln, wenn du es mal gehört hast. Die dann übersetzen, ist immer so ein gefährliches Wort, weil man braucht bestimmtes Wissen, um diese Texte überhaupt lesen zu können. Man braucht dieses Symbolwissen. Immer steht dort als Überschrift geschrieben, lese nicht, was geschrieben steht. Wenn man in den Smaragdtafeln unterwegs war und du liest dort Atlantis, dann muss dein Gehirn sofort losgehen und denken, wo war diese Stadt, wo ist sie untergegangen? Dass es was ganz anderes zu bedeuten hat, ist erstmal für unser Denken nicht so zugänglich, weil wir anders konditioniert sind. Oder wenn Zahlen drin steht von 36.000 Jahren, dann ist natürlich hier nicht gemeint 36.000 Jahre zurück. Es ist eine symbolische Zahl. So können wir das übertragen. Ich habe ja auch Teile der Bibel übersetzt, die mit dem Menschsein zu tun haben. Dort ist es auch wieder so. Das Wort Mose, wenn wir jetzt denken, der ja durch Ägypten da gegangen ist und dann in die Wüste und dort dann ins gelobte Land kommt. Und wir müssen sowas immer als Geschichte präsentiert bekommen, dass wir es überhaupt verstehen können. Natürlich ist es keine Geschichte im Sinne einer Geschichte, sondern es erzählt in kleinster Kleinigkeiten, wie der Mensch zu sich selber finden kann, um dann ins gelobte Land zu seiner Seele zu kommen. Dort gibt es dann diese Zahl 40. Wir müssten jetzt sagen, okay, der war 40 Tage dann dort oder 40 Jahre durch die Wüste. Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Die Zahl 40 hat eine Bedeutung, wer das weiß und wer es nicht weiß, muss das mit Tage oder Jahre verstehen. Das sind solche Verschlüsselungen, die man braucht. Wie, wenn wir es nüchtern anschauen, es heißt ja, in 7 Tagen ist die Welt erschaffen worden. Wenn wir das wörtlich nehmen, müsste man wirklich denken, da hat ein lieber Gott in 7 Tagen die Welt erschaffen. Ja? Irgendwie muss man es einkleiden, irgendwie muss man es den Menschen verkaufen. Dass dahinter ganz tolle Dinge sind, wenn wir die Kirchen mal wegnehmen und diese Urtexte hat, dann ist in einer Reinheit und Klarheit beschrieben einmal, wie diese Welt aufgebaut ist und wie der Mensch aufgebaut ist und welche Wege zu einem selber führen. Wegführen von nur Außenorientierung, hinführen zu mir selbst. Und das ist ja in Wirklichkeit auch der Auftrag, wenn man das ein bisschen aus dem Fenster beleuchtet, dass wir hier nicht nur sinnlos spazieren gehen, sondern es könnte vielleicht sein, dass wenn ich hier in diesem Körper bin, in meinem Körper bin, vielleicht doch einen kleinen Auftrag habe. So, das ist dann die Verbindung mit Urhebräisch, dann das Ganze mit den Smaragdtafeln, dann gibt es noch Kybalion, das ist ein Buch von 1900. Dort werden die 7 hermetischen Prinzipien auch besprochen, vielleicht als Bild nochmal. Das Prinzip der Polarität, dass alles und wir hier nicht rauskommen, alles polarisiert ist. Einatmen, ausatmen, Tag, Nacht, hell, dunkel, elektrisch, magnetisch, sauer, alkalisch. Und dass unser Denken auch polar ist. Die meisten Menschen denken ja, bin dafür, bin dagegen, mag ich nicht. So, dann bin ich noch durch diese Lehren hineingeraten in Sanskrit-Bereich, aber dort wieder nur den Teil des Yogas. Aber bitte nicht das Yoga, das wir kennen im Sinne von Gymnastikübungen, sondern Yoga ist ein Einweihungsweg, wer das versteht.
wer sich damit beschäftigt, wird auch ganz schnell merken, dass Tarot nicht ein ganz normales Kartenlegesystem ist im Sinne von, jetzt zieh mal eine Tageskarte oder welche Entscheidung triffst du, zieh Karten. Oder leider gibt es ja sowas auch, dass Menschen im Kaufhaus stehen und dort eine Kartenleserin anrufen und sagen, zieh mal eine Karte, soll ich das Kleid nehmen oder nicht? Ja. Also so in solche Bereiche ist es leider Gottes dann hinabgestürzt, darf man hier sagen. Tarot ist in Wirklichkeit ein Einweihungsweg und jede Karte bedeutet einen Hinweis, den Schritt zu mir selbst. Das ist in Wirklichkeit Tarot. Ja. Und das ist 22 und die Zahl 22 bezieht sich ja dann auch wieder auf die 22 hebräischen Uhrzeichen. So, was habe ich noch in dieser Richtung gemacht? Also das sind so diese drei klassischen Felder. Das ist schon mal ganz schön viel. Was meine Arbeit ist. Als Fazit für mich ist, dass ob ich Urhebräisch nehme, ob ich die hermetische Tradition nehme, ob ich den Sanskrit teilnehme, überall finden wir die gleichen Ursprünge, und überall das gleiche Ziel. Was kann der Mensch hier auf Erden machen, um zu sich selbst zu kommen? Überall. Das ist dann ein bisschen noch im Buddhismus, weil dort gibt es ja das Totenbuch, vielleicht schon mal gehört, tibetanische Totenbuch zum Beispiel, oder ägyptische Totenbuch, weil ich das gebraucht habe, weil so viel Irrlehren auch unterwegs waren. Was geschieht im Augenblick des Todes und was geschieht danach? Weil vielleicht gibt es ja auch nach dem Tod Abrechnungsverfahren. Mancher wird im Augenblick des Todes sich daran orientieren und sagen, wie viele Häuser hatte ich, wie viele Autos hatte ich, wie viele Urlaube habe ich gemacht. Das ist ein Abrechnungssystem, das auch legitim ist. Und vielleicht gibt es polar daneben noch ein anderes Abrechnungssystem. Und das meine ich bitte hier nicht religiös. Das ist jetzt bitte ganz wichtig, weil leider Gottes der Tod immer dann schnell hinübergezogen wird in religiöse Lager, wo ein nüchternes Auge im christlichen Bereich ja die Frage erlaubt ist, ob es die wirklich meinen, dass alle jetzt gestorben sind, beerdigt sind, Feuer- oder Erdbestattung mal ja, als Bebilderung und dann liegt er da drin und dann kommt Jesus und am jüngsten Tag und erweckt alle. Ja. Also das mag für viele Ohren passen, für mich hat es nie gepasst, weil da hatte ich schon als Kind gefragt, wie kann sowas sein? Ja. Ja. So und dort gibt es, und dann war natürlich wieder die Frage, wo suche ich jetzt? Gibt es Totenbücher? Und dann gab es eben in dieses tibetanische und auf der anderen Seite das ägyptische Totenbuch, wo in kleinsten Kleinigkeiten beschrieben wird, die einzelnen Stationen des Menschen, was geschieht wirklich nach dem Tod und das allerdings bezogen auf die Seele des Menschen. Wenn einer mitgehen kann, dass er eine Seele hat. Es gibt ja Menschen, die meinen, ihr physischer Körper ist das A und O und das alleingültig und nach dem Tod gibt es nichts. Da kann man auch wieder die Frage stellen, warum denken sie so? Es gäbe die Möglichkeit zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Oder sie sind so konditioniert worden, dass es diese Art nicht gibt. Ich denke jetzt gerade auch in den neuen Bundesländern ist ja wenig mit Kirche gearbeitet worden. Und da kann es dann ja auch mal sein, dass einer sagt, was wird es denn mit diesen Dingen, weil es so konditioniert worden ist. Ja? Mhm. Also dieser Bereich noch. Ja, und damit beschäftige ich mich seit über 35 Jahren. Wahnsinn. Warum? Weil es in mir wohnt, Dinge herauszubekommen, was nicht alltäglich ist. Mhm. Ja, und nicht an Schulen, Universitäten, Google. Gebet hier gelehrt wird. Also, das ist meine Arbeit.
ist immer meine Arbeit, wird meine Arbeit sein, solange ich lebe, weil es einfach Spaß macht. Ja. Was ist denn Numerologie? Da muss man auch wieder jetzt aufpassen, weil wir haben einmal diese Numerologie, die im Internet spazieren geht. Ja. Vielleicht hier nochmal, wir leben ja zur Stunde in einer Zeit, wo das rationale Denken, das logische Denken, das wissenschaftliche Denken, das messbare, begreifbare Denken ja, eine Hochzeit hat. Und andere Denkarten wir an der Schule nicht gelernt bekommen haben. Wir haben nicht analoges Denken bekommen, dass alles einen Charakter besitzt, dass deine Pflanze einen Charakter besitzt, dass deine Kerze einen Charakter besitzt, dass deine Vorhänge einen Charakter besitzen und die wirken auf uns. Und jetzt ist es individuell verschieden, wie diese Wirkung auf Menschen ist. Mancher wird sagen, also es ist toll, wirkt toll auf mich. Manche werden sagen, nee, ist jetzt nicht so ganz mein Ding. So ist das zweite Weltbild. Manche Omas, sage ich immer, bitte auch jungen Leute, wenn die können die Wohnung gestalten und die haben das in sich. Und bei manchen, wenn man reinkommt, denkt man, ja, was ist denn hier los? Ja? Genau. Und es hat nichts mit Geld zu tun. Ganz wichtig, das können einfache Tischdecken sein für 1 Euro und die Frau kann das oder der Mann kann das, aber mehr sind es die Frauen, die diese Fähigkeit haben, ist meine Erfahrung, kann auch falsch liegen. Und dann gibt es ein drittes Weltbild. Das dritte Weltbild und das Denken dazu, dass es aus Sicht des Ersten, aus Sicht des Logiker, rationalen Wissenschaftler, nur Kopfschütteln zu betrachten, weil dort geht es nicht um Beweise, im klassischen Sinne und messbar, begreifbar, sondern das dritte Weltbild ist die Welt der Schwingungen Licht. Licht ist Schwingung, Schwingung ist Licht. Und alles ist Licht, auch deine Katze ist Licht, auch wir beide sind Licht, nur in so langsamer Art und Weise, dass wir meinen, dass es alles fest ist. So. Und dort gibt es jetzt verschiedene Themengebiete. Ich denke an Geistheilung gerade, ich denke an Homöopathie gerade, ich denke an eine bestimmte Art von Astrologie. Das ist in diesem Weltbild zu Hause und nur mit diesem Denken auch zu verstehen. Und dann gibt es ein viertes Weltbild und das heißt das Denken und Handeln aus dem Ursprung. Wenn du mich fragst, was ist Numerologie? Es gibt in der Überlieferung 22 Zeichen, symbolisch gemeint, mit denen die Welt gemacht worden ist. Symbolisch gemeint. Man muss, auch ein Computer ist ein 0101-System und so lässt sich das übertragen. So ist die ganze Torah-Rolle geschrieben worden, die jüdische Bibel mit Zahlenkombinationen. Ja? Und wo man sich die Frage stellen kann, vielleicht auch manchmal müsste, wie haben die dieses Wissen gehabt? Unwahrscheinlich. Ja. Und da fehlt kein Komma in der ganzen Torah-Rolle, die jüdische Bibel, die gemalt ist. Es fehlt kein Komma. Ja. Und darf auch nicht so salopp jetzt in unserer Zeit, die müssen sich ja 1 Jahr vorbereiten, mental, und wenn ein Strich falsch wäre, würde die ganze Torah-Rolle weggeschmissen. Ja. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen, ach, ich druck mal schnell was. So. Und in diesem Weltbild gibt es nochmal, unabhängig, weil wir Kybalion vorhin angesprochen haben, oder Smaragdtafeln, bildhaft vorgestellt vielleicht, es gibt ein Urlicht. Also vor dem Urknall für die Wissenschaftler. Und dieses Licht hat Ordnungssysteme bekommen, dass es weiß, wie es wirken darf, damit das dabei rauskommt, was wir hier momentan haben. Mhm. Beispiel. Wir nehmen nochmal Polarität. Das ist einer der 7, ja? Das heißt, hier muss Polarität herrschen. Einheit kannst du nicht wahrnehmen. Wenn es nicht polarisiert ist, kannst du es nicht wahrnehmen.
Also musste das Licht immer polar aufgebaut werden, bis es hier in dieser Welt polarisierend ist. Weiteres Beispiel, das Prinzip des Rhythmuses. Es wird alles nach dem Prinzip des Rhythmuses ist hier aufgebaut. Dass unser Denken in Zeitschienen arbeitet, unser gestern, heute, morgen, ist ein anderes Thema. Die Welt selber läuft nicht nach dieser Zeit, sondern es sind Zeitenrhythmen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und nicht nach, es fängt an und hört nie wieder auf. So. Warum? Weil hätte man diesem Licht diese Zeit gegeben, Ewigkeit, nicht Unendlichkeit. Momentan ist es in der Unendlichkeit. Mhm. Ewigkeit heißt da oben, ja? Dann käme es nie wieder zurück. Und so gibt es jetzt bestimmte Denkmodelle, 7 Stück, Grundpfeiler, nach dem sich diese Energie verhalten muss. Und es tut es auch. Und ist keine Sekunde mal rausgeflogen. Weil sonst würde alles zusammenbrechen. Nach diesen 7 Bausteinen muss sich dieses Urlicht orientieren. Auch im Menschen. Und jetzt gibt es dazu was Zweites. Nämlich, jetzt wird im Urhebräischen gesagt, da gibt es 22 Zahlen als Zahlenkombination, nach dem sich dieses Licht orientieren muss. Beispiel. Du hast ja 4 Finger und einen Daumen. Okay. Jetzt können wir die Frage stellen, wie ist denn jetzt das passiert? Ja, ich weiß genau. Nicht. Warum hast du auch noch unten 4 plus deine große Zehe? Jetzt können wir sagen, alles zufällig zusammengewurschtelt auf dem Haufen und dann kam das dabei raus. Dann können wir noch fragen, warum hast du einen Kopf und 4 Gliedmaßen? Dann können wir wieder sagen, alles nur zusammengewurschtelt, dass das am Schluss dabei rauskommt. Nee, dahinter gibt es Ordnungssysteme. Warum hast du, wenn du alle Zähne hast, 32 Zähne und nicht 28? Gut, gibt welche, die haben wenig, aber warum ist es dieses Muster? Und hier beginnt jetzt Urhebräisch zu sehen, dass alles nach Ordnungssystemen läuft. Ja? Mhm. Warum, wenn du isst 5 Teile rein, 4 Teile gehen durch, kommen unten wieder raus und ein Teil geht rein. Warum? Zufällig? Oder könnte es sein, dass dahinter Ordnungssysteme stecken? Hm. Ja? So, und damit habe ich mich beschäftigt. Und irgendwann ging es auch darum, dass vielleicht Menschen eine Seele besitzen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass einer sagt, nur Körper und Geist dazu, also unser Denken. Und dass welche mitgehen können, sagen, da wohnt noch irgendwas, was meine Individualität ist. Ich ganz persönlich, das berechtigt zu sagen, meinen Vornamen. So. Wenn da einer mitgehen kann, dann lautet die Frage, gibt es Werkzeuge, um dort mal hineinzudenken, wofür könnte denn diese Seele auf der Welt sein? So. Viele haben heute erstmal noch Numerologie entdeckt, um außen bestimmte Verhaltensweisen zu deuten. Und das wird da manche arbeiten mit 9 Nummern. Die Frage lautet immer, wo haben sie es her? Ja, es ist so viel Kindergarten-Numerologie in dieser Welt unterwegs, die die Leute mehr verrückt macht, als wirklicher Nutzen bieten kann. Ja. Denk bitte nur mal dran, du müsstest morgen jemanden coachen. Und jetzt kommt er zu dir, weil er irgendein Thema hat. So, und jetzt lautet die Frage, willst du seine Psyche coachen oder willst du seine Individualität coachen? Beides gibt es. Wenn sie die Psyche coachen wollen, dann geht es ja dorthin. Bist du mal als Kind vom Fahrrad gefallen? Nicht nur einmal. Genau, also müssen wir mal drüber reden, was los ist beim Fahrradfahren mit dir. Ich bin viel mit dem Fahrrad gestürzt. Genau. So, ich mache das jetzt an einem spaßhaften Beispiel. Ja? Ja. Ganz schnell sind die Eltern, Großeltern mit im Spiel, Geschwister mit im Spiel.
Und es ist ja seit 1900 gibt es ja als Psychologie. Mhm. Jetzt hier in Sachsendorfer Sagen, stimmt nicht ganz, 1860 waren die ersten Erwähnungen in Leipzig. Mhm. Okay, also Freud ist ja dann so 1900, ja. Also die Leipziger oder die Sachsen waren schneller. Nur mal so nebenbei, okay? Findet man auch im Internet bei Google, ja. Das, wenn man da mit Psychologie und Geschichte reingeht. So, also die Herausforderung ist erstmal zu verstehen, da gibt es wieder einiges, was unterwegs ist. Und die Frage ist, was suche ich? Will ich an die Psyche ran oder will ich an den seelischen Teil des Menschen ran? Meine Motivation war, ich schiebe mal die Psyche zur Seite, weil wenn wir beide jetzt ein Geschäftsmodell eröffnen möchten, dann sollte man managen, sollte man Leute coachen, die in der Kindheit sich nicht verwirklichen konnten. Das wäre das beste Modell, das es gibt. Das sind die, die vom Fahrrad gefallen sind? Genau, symbolisch gemeint. Okay? Okay. Ja, ja. So, einfach mal ein Hineindenken erst noch, bevor wir weiterziehen. Ein Kind kommt auf die Welt, wird geboren. Das Kind ist dann erstmal Kaiser. Besitzt er ein Kaiserreich. Denn wenn das Kind Hunger hat, schreit's, dann kommen die Sklaven, bitte symbolisch gemeint, okay, füttern das Kind, lächeln es auch noch an, dass sie Beschwerden hat. Ja. Genau. Nichts zu, weil es Hunger hat. So, und das geht ja auch eine bestimmte Zeit lang gut aus Sicht des Kaisers. Ja? Ja, ja. Irgendwann müssen die Eltern schwerhörig geworden sein. Ja, man gewöhnt sich an alles, ne? Genau, schwerhörig geworden sein, der schreit und die rennen nicht mehr so schnell. Hm. Und dann beginnt dieser gnadenlose Abstieg aus dem Kaiserreich hinunter ins Sklaventum. Denn jetzt muss der die Füße vom Tisch tun, unterm Tisch. Er muss sich anständig hinsetzen, er bekommt bestimmte Regeln. Was bitte was sein muss auch, okay? Nur, dass wir es ein bisschen als Bebilderung haben. Jetzt geht es abstieglos in dieses Sklaventum. Die Eltern werden wieder Könige und Kaiser. Und so, und jetzt ist diese Verwirklichung aller individuellen Ansprüche nicht mehr gegeben. So, dann zieht das Kind weiter, dann wird es ungefähr 14. Und jetzt ist der Auftrag, wieder ein eigenes Kaiserreich zu eröffnen. Und jetzt kommen die ersten von den Sklaven, die ersten Reklamationen in der Pubertät. Hm. Genau, bis dann der Jugendliche erwachsen wird und dann selber sein eigenes Kaiserreich wieder gründet und dort spielt sich das Gleiche wieder ab. Warum sage ich das? Jetzt gibt es eine Phase in der Kindheit, wo wir mit Sicherheit sagen können, es ist nicht alles rund gelaufen, aus Sicht der Individualität. Und wenn wir jetzt eine Zielgruppe bräuchten, dann würden wir rausgehen und sagen, ist dir in der Kindheit deine Individualität genommen worden? So, und jetzt hätten wir immer zu tun. Und leider Gottes ist es auch ein bisschen modern geworden in der Psychologie, diese Traumatas, wie sie es ja dann schon nennen, dann wieder wegzubringen. Ja? Also warum sage ich das nochmal? Also hier ist viel unterwegs, psychologisch gesehen, was wir ab und zu doch mal Ausrufezeichen setzen sollten. Aber so ist es aufgebaut zur Stunde und ein großes Wirtschaftsmodell geworden. Und ich habe da noch ein anderes Bild eben, dass der Mensch eine Seele besitzt, das Wort ist meist verbraucht durch die Kirchen, eine Individualität besitzt. Und um diese Individualität geht es mir. Mhm. Denn ich denke, neben dem Modell, wie viele Autos, wie viele Häuser, wie viele Kühlschränke hattest du, als Lebensfazit, gibt es vielleicht noch ein anderes Lebensfazit. Und es heißt, was hast du auf Erden, nicht Ego gemeint, hier für deine Seele getan? Ja, und das
sind mal so die Grundvoraussetzungen. Und dann bin ich auf urhebräische Numerologie gekommen. Ich sage ganz bewusst nochmal urhebräisch, weil, oder ursprüngliche, weil das ist das, womit das alles gebaut worden ist, dass du auch vier Finger und einen Daumen hast. Mhm. Und dort gibt es dann Rechenformeln, die in dieser Welt nicht gebraucht werden zur Stunde. Ich denke an Pythagoras, der hatte die größte esoterische Schule seiner Zeit. Hier können wir auch, also wer da mal sich motiviert fühlt, der soll mal im Internet recherchieren, wie viele Leute es gibt, die in diesem Wissen unterwegs waren. Ich denke an Paracelsus, ich denke an Schiller, ich denke an Goethe. Ja, wer mal von, wenn du mal, du bist der Reisende, wenn du irgendwann mal nach Brasilien kommst und dort nach Manaus kommst und dort in die Ober gehst, dann sind da 22 Säulen, wieder nicht zufällig. Und dort hast dann auch jede Säule, wie Schiller ist dort, Goethe ist dort, die natürlich dieses Wissen hatten. Ja. Also es ist nicht alleine meine. So, und wenn man die Bücher von denen liest dann, und weiß, was da noch drin steht, dann erfährt man natürlich schon einiges und dass es nicht meine Idee ist, sondern es seit tausenden von Jahren gibt und leider nicht in der Masse war. So, und jetzt ist noch vielleicht bei der Numerologie, also erstmal, ich nehme die 22 urhebräischen Zeichen, womit alles aufgebaut ist. Also in dieser Reinheit müssen wir hinein, sonst kommen wir irgendwie auf Abwege, die ich dort nicht haben möchte. Und jetzt braucht man noch den Namen von einem Menschen, den Geburtsnamen von einem Menschen. Hier in unserer Zeit wieder gibt es ja die Menschen, die sagen, ja, den habe ich zufällig bekommen. Gut, dann muss man wieder in das Wort Zufall hinein. Im rational-logischen Denken ist es so, und hier bitte mit einem nüchternen Auge wieder rein, wann benutzt der heutige Mensch mit dem rationalen Denken das Wort Zufall? Wenn er irgendwas hat, was er nicht ausrechnen will oder kann, dann sagt er, es war Zufall. Beispiel. Wenn hier außen auf der Straße jemand vorbeiläuft und dort kommt dann ein Ziegelstein herunter und trifft ihn, dann würden viele Menschen sagen, Mensch, zufällig ist der da unten gelaufen. Normalerweise können wir jetzt berechnen von Geburt an jeden Schritt und dann kann man das berechnen, dass der hier unten nicht zufällig stand, sondern nach den Gesetzen, wie er gewirkt hat, dort steht. Aber es macht kein Mensch. Nur das benutzen die Menschen als Zufall, wenn sie entweder zu faul sind oder es nicht können, irgendwas zu berechnen. Dann gibt es ein anderes Deutungsmodell für Zufall. Nämlich es fällt einem zufällig zu. Von oben. Dann stimmt das Wort Zufall. Aber es hat nichts mit dem anderen Zufall zu tun. So. Und so gibt es ein Denkmodell, das sagt, dass auch nicht ein Mensch zufällig oder du jetzt zufällig in diesen Körper hinein bist. Nicht zufällig, sondern dass es dahinter Gesetzmäßigkeiten gibt. Und diese Gesetzmäßigkeiten dazu geführt haben, dass du jetzt hier bist und nicht ganz woanders bist. So. Also den Namen, weil viele dann immer noch mal kommen, ist doch zufällig mit dem Namen. Dann braucht man noch den Geburtstag, können wir auch wieder sagen, zufällig. Ja. Es ist halt ein anderes Denken, wo Zufall eine andere Bedeutung bekommt. Und jetzt beginnt eine Berechnung, urhebräisch. Muss man es zurückrechnen ins Urhebräische. Dort werden dann Berechnungen gemacht, dann muss es wieder zurückgerechnet werden und dann kommen Zahlen raus, 5 Stück. Und dann hat man deine numerologischen Gänsefüßchen erstmal Aufgaben, seelischen Aufgaben. Und jetzt gibt es wieder 2 Möglichkeiten hineinzudenken. Eine Möglichkeit ist, um zu verstehen, warum Menschen sich vielleicht 3-mal scheiden lassen, warum es Menschen gibt, die immer Urlaub machen, gerne verreisen, warum es Menschen gibt, die gerne im Garten arbeiten, dass er den anderen versteht.
meine Motivation ist einmal bei der Numerologie, dass wir, wenn man einen Menschen versteht, kann man ihn in Ruhe lassen. Es gibt Menschen, weil, vielleicht ein anderes Bild vorher nochmal, die Masse der Menschen ist so konditioniert, trainiert worden, alle Menschen sollen so sein wie ich, dann sind sie meine Freunde. Und wehe, einer ist nicht so. Dann werden sie nervös. Und sagen, nee, ist jetzt nicht so mein Typ, also ist ein ganz komischer. Und die wenigsten verstehen, dass jeder individuell ist. Nur das Gehirn sofort abgleichen muss, hat die irgendwas, was ich auch habe? Oder der? Okay, dann sind wir Freunde. Mhm. Haben wir es nicht? Also, nee. Also mit dem? Nee. Und damit wird Individualität weggenommen. Und ich möchte, dass die Menschen verstehen, erstmal alleine auf der Welt aus dieser Beleuchtung und zweitens, was ist denn sein innerer Antrieb, hier auf Erden spazieren zu gehen? Mhm. Verstehen? Und wenn ich das weiß, dann gehen viele Lichter an im Sinne, ah, jetzt verstehe ich warum. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, welche Motivationen der Mensch in sich wohnen hat, die zu ihm selber führen. Und wirklich nur zu ihm selber führen. Und da ist wieder unterschiedlich. Da gibt es Menschen, die ist der Auftrag, dass sie mehr im Jetzt hier leben. Und das Jetzt sehr häufig mit sich selber verbinden. Dann gibt es Menschen, die 10 haben zum Beispiel, die sollten in allem, wenn sie unterwegs sind, in allem erkennen, dass das, was sie hier machen, ein Teil von ihnen ist. In allem. So. Und damit geschieht auch ein Prozess, dass die Außenwelt ab und an mal ein bisschen schlafen gelegt wird. Im klassischen Sinne des Konsumieren, Konsumieren, Konsumieren. Verstehen? Das haben wir ja gerade. Genau, verstehen? So, das ist Numerologie. Warum brauche ich es? Wenn ich coache, möchte ich den Menschen nicht nur psychologisch betreuen, in Anführungsstrichen, begleiten, wie immer man es nennt, sondern ich möchte wirklich in das Innere, in seine Seele, sein Selbst hinein. Und sagen, wofür bist du auf der Welt? Warum gehst du hier spazieren? Natürlich, urhebräische Numerologie kann dann schon ein bisschen mehr. Ja, man kann dann ausrechnen, welche Aufgabe ein Mensch hat in diesem Jahr. Man kann ausrechnen, wenn er gestorben ist, ob seine Lebensaufgabe erfüllt ist oder nicht. Also diese Modelle gibt es dann alle. Ja, okay. Und das, wenn ich coache, bevor ich anfange zu coachen, ist das Erste, dass ich erstmal wissen will, wofür auf der Welt. Und ich frage auch, wenn du jetzt, du magst das nicht, aber machen würdest, sagen wir, also mein Nachbar, der ist also der letzte Mensch auf der Welt. Ja. Dann würde ich dich fragen, kennst du seine Lebensaufgabe? Weil dann erst kannst du ja verstehen, warum. Sonst musst du werden, der ist ganz anders als ich. Außer der steht immer früh um 4 auf, verhält sich da so komisch schon um 4 oder so, ohne Wertung jetzt, ja, weiß, wohin will. Ja. Und weil du erst vielleicht um 7 aufstehst. Ja. Und schon ist das verändert. Und die Herausforderung ist, die wirklich große Herausforderung ist, wenn ich es ernst meine mit Individualität, dass ich dann auch weiß, wofür es auf der Welt. Ja. Ist das dann in deinem Buch so beschrieben? Kann ich das dann da auch selber mal anwenden oder sind dafür deine Seminare dann wirkungsvoller? Du hast auch so ein Online-Seminar. Ja, also es ist so, ich habe eine Seite, die heißt The Secret of Life. Vielleicht hier ein paar Einblicke, Eindrücke. Ich habe bis zu meinem 60. Geburtstag nichts rausgegeben, weil ich ja körpersprachemäßig unterwegs war. Ja, ja. So. Und auch lange überlegt habe, ob ich es tue oder nicht. Nur dann habe ich gedacht, was soll's jetzt, mache ich's. Und dann habe ich einen Video-Online-Kurs gemacht. Ja. Und dieser Video-Online-Kurs ist so aufgebaut, dass es in Wirklichkeit ein Einweihungsweg ist. Zu mir selber. So sind die Inhalte, die Themen drin. Vor dieser C-Zeit musste ich noch ein bisschen aufpassen, weil manche da gedacht haben, ob ich noch alle habe. Weil ja immer Wissen ist, dass keine Schule, Universität nicht bei Google ist und nicht bei Wikipedia. Ja. So.
Und seit Corona haben sich die Menschen so geöffnet, so gewaltig geöffnet, dass wahrscheinlich schon vorher bei ihnen da war. Ja. Nur, es war die Macht der Außenorientierung so stark, die Welt war noch nicht schlafen gelegt. Und ich meine hier die Welt und nicht Deutschland und nicht München oder Stuttgart oder Dresden. Ja? Nämlich die Welt ist schlafen gelegt. So, und jetzt hat der Mensch die Chance, dort wieder näher zu sich zu kommen. Ja? Und dieser Video-Online-Kurs berührt diese Punkte, was aus Sicht der Überlieferung wichtig ist, bezogen auf als Einweihungsweg. Einweihung ist auch wieder ein gefährliches Wort. Jetzt kommt Weihnachten. Ja. Da sollten die Menschen mal hineinhören. Weihe, Einweihung, Nacht. Und jetzt gibt es in der Überlieferung, ist es wirklich die Einweihung in 13 Weihenächte bis zum 6. Januar. Es ist ein 13er Einweihungsweg. Es gibt verschiedene Einweihungswege. Es ist ein 13er Einweihungsweg, dass der Mensch ab diesem Tag Dinge machen kann, um am Schluss zu sich selber zu kommen. Ja. Alle Jahre wieder. Und ich rede hier nicht von den 12 Frauennächten, das ist ganz was anderes. Wer sucht denn jetzt, sage ich mal, so eine Beratung bei dir? Also für wen macht das Sinn und inwieweit kann ich meine Gesundheit damit beeinflussen? Wer sucht? Das ist eine gute Frage. Es gibt Menschen, die nur im Rationalen suchen. Bei Gesundwerdungsprozessen, das kennen wir ja, dass manche, die erkranken, die gehen nur zur Schulmedizin und finden dort ihr Heil oder auch nicht. Aber bitte, dafür können die wieder nichts, wenn sie nicht weitergehen. So sind sie konditioniert worden, so wird sie jeden Tag in den Medien verkauft. Bis vor kurzem habe ich gehört, dass sie jetzt sogar wieder die Heilpraktiker verbieten wollen. Ja. Also wir haben ja sowieso das Problem, dass immer mehr YouTube-Kanäle oder auch Facebook-Kanäle jetzt gelöscht oder zensiert werden. Und es betrifft nicht nur die Alternativmedien, sondern es betrifft tatsächlich auch sehr viele Seiten zum Thema Heilkunde. Genau. Viele Heilpraktiker, die sich jetzt beschwert haben, dass ihre Seiten auch gelöscht und zensiert werden. Genau. Warum? Ich verstehe die Gegenseite. Denen wird es Angst, Himmelangst. Ja. Weil... So, und so vielleicht hier nochmal. Es gibt das Rationale, die Schulmedizin. Und bitte mögen mich jetzt vielleicht Heilpraktiker schimpfen gleich, aber wenn ich das so sage. Ich finde es gut, dass es das erste Weltbedenken gibt, weil dort habe ich gute Analysemöglichkeiten. Denke an das große Blutbild, denke Computertomographie, Röntgen. Also es ist ja nicht so, dass da alles jetzt schlecht wäre. Weißt du, was ich meine? Ja, gut, auf die Sachen würde ich jetzt vielleicht nicht so versteifen, aber es gibt ja trotzdem, wenn ich einen Fahrradunfall habe, ja, genau, war ich in der Notaufnahme immer froh, dass ein guter Chirurg da war. Deswegen, weil die große Gefahr ist auch hier wieder, was auszuklammern. Es kann ja sein, dass irgendwas einen Nutzen bietet. So, und jetzt lautet die Frage, können Menschen mit hinübergehen in ein anderes Weltbild denken? Und dort findet man zum Beispiel die Homöopathie-Charakter. Ähnliches halt Ähnliches. Ja. Gut, jetzt kann man wieder sagen, bis zur D22 wäre man nämlich wieder bei unseren 22 urhebräischen Zeichen, ist es diese Welt. Wenn jemand bis zur 22 bekommt. Ab der 23 ist es nicht mehr von dieser Welt. Ja, ja. Dann ist es wieder aus Sicht des ersten Weltbild Humbug, was da gegeben wird. Viele können da nicht mit hinüber. Es können auch viele nicht mit hinüber in die Geistheilung gehen. Weil das ja noch verrückter ist. Ja? Man hat immer weniger in der Hand. Genau. Also man kann und immer weniger erklären. Ja, nee, ja. Es geht ja, wenn man nüchtern hinschaut, geht es hier im Endergebnis wieder. Aber gehen die auf andere Bereiche, was mit dem erstmal nicht Sichtbaren zu tun hat. Und das sind Schwingungen. Wie ob man jetzt das mit Aura nimmt oder Geistheilung oder was wir jetzt rein tun möchten. Ja? Aber viele können nicht mit. Ausnahme gibt es wieder, wo kurz vorm Tod sind und vielleicht dann doch dort nochmal die Rettung suchen. Ja. Ja? Und dann gibt es ein viertes Weltbild und das ist sich um die Seele kümmern.
Das ist ja mein Ansatz. So, wenn jemand jetzt erkrankt, dann ist meine Motivation, ihn immer wieder zu sagen, es gibt 4 Weltbilder, 4 Möglichkeiten, deinem Körper jetzt zu helfen, wieder in diesen Gesundungsprozess und. Warum nimmst du nur den einen, Schulmedizin, und gehst nicht den Weg, dann fehlen noch 3 Teile, welche Möglichkeiten du hättest. Und dann ergibt es für mich ein Gesamtbild. Was jetzt hilft, wissen wir auch manchmal nicht, ja? Na, alles ausschöpfen, was geht. Genau. Also ich verstehe das auch gar nicht, warum man immer nur so ein einseitiges Denken haben muss immer sagt, nur, ich nehme jetzt nur die Spiralität oder nur die Hämopathie nur die Naturheilkunde oder Schulmedizin. Genau. Das ist ja Quatsch. Also warum? Genau. Ich habe doch alles da. Wir sind ja, sind reich und trotzdem nutzen es die Menschen nicht. Ich habe mal noch 2 Fragen zum Schluss. Ja. Zum einen würde mich einfach mal interessieren, warum jetzt die Astrologie so viel bekannter ist als die Numerologie, wobei die Astrologie ja auch die Zahlen zur Berechnung benötigt. Ja. Und das zweite ist, ist meine Persönlichkeit, mein Leben durch die Numerologie oder auch durch die Astrologie schon alleine vorbestimmt oder habe ich es trotzdem immer noch in der eigenen Hand, das Ganze zu beeinflussen? Ja, erstmal Astrologie noch. Ja. Es gibt 4 verschiedene Astrologien. Das in der Welt zurzeit sehr bekannt ist, was passiert morgen mit mir und kommt. Das ist auch die Astrologie, die wir bei uns in der Sendung mit Thomas Georgiev haben. Genau. Ja. Das ist die rationale Astrologie, die mit der Zeit misst im Sinne, was passiert, Transite, Zeitqualitäten und so weiter. Genau. Mhm. Früher gab es das nicht in der Form. So, und dann gibt es eine zweite Astrologie. Ich weiß nicht, habt ihr das Radix-Zeichnung durchgesprochen? Geburtshoroskop? Nein, nicht so jetzt direkt. Okay. Nee, also gibt es ein Geburtshoroskop, wie oben so unten. Genau. Wo jetzt ja, erlöste, unerlöste Varianten, sowas haben wir. Aber ja, nein, nicht einfach, dass es da bestimmte Planetenkonstellationen bei der Geburt gab. Ja. Zu dieser Stunde, So, und jetzt wird analog, wie oben so unten, diese Qualitäten der Stellungen wird jetzt in dich wie oben so unten übertragen. Ja. Zweites Weltbild. Drittes Weltbild, das hängt, habe ich lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, nämlich in den magischen Büchern standen immer astrologische Konstellationen. Und ich habe immer gedacht, diese Konstellation ist, an dem Tag muss man diese magische Operation machen. So habe ich es am Anfang gelesen, weil ich es auch mit Zeit gelesen habe. Bis ich verstanden habe, das sind die Werkzeuge, eingekleidet in astrologische Formen. Ja. Viertes Weltbild, das kommt ja jetzt wieder, Weihnachtsstern, wo die 3 Heiligen diesem Stern hinterherlaufen. Kennst du die Geschichte? Genau. 3 Könige, stimmt nicht, das heißt in der Übersetzung 3 Magier. Mhm. Die wissen, dass wenn dieser Stern ist, diese Jupiter-Saturn-Konjunktion, dass immer ein Avatar, ein Gottessohn geboren wird, wenn man es ein bisschen verrationalisiert, okay? Ja. Und deswegen alle Jahre wieder hat der Mensch die Chance, seine Seele neu durch diesen Einweihungsweg zu geben, um der Seele ein bisschen zu helfen. So, die zweite Frage war nochmal mit... Ach so, inwieweit wir unser Leben noch selber in der eigenen Hand haben und oder ist das alles schon jetzt so vorbestimmt? Es ist vorbestimmt. Nämlich, die 7 Bausteine. Ja, ja. Genau, du kommst nicht raus aus der Nummer Polarität. Ja. Kommst du nicht raus. Du kommst nicht aus dem Zeitenrhythmus raus. Denkperiode bei der Frau. Weißt du? Okay. Also so können wir jetzt... Ja. Du kommst auch nicht raus aus, dass es immer einen Chef und einen Unterchef gibt. Genau, und so weiter können wir jetzt. Aber ich kann es, sage ich mal, selber vielleicht durch die geistigen Gesetze beeinflussen? Nee, die beeinflusst keiner. Du kannst eines machen, nicht so schlimm ausgeliefert zu sein, der Polarität. Ja, ja. Okay? Das heißt, dass du nicht in Extreme mehr gehst, Polarität. Ja, genau. Genau, das kannst du, aber existieren wird es. Und das Ziel aller Einweihungslehren ist ja, dass du das rausnimmst, dass du dich nicht aufhalten musst, so stark in der Polarität, liebe ich über alles,
meinen Fußballverein, sondern ein bisschen rausgehen kannst und diese Energie für dich verwenden kannst, um zu dir selber zu kommen. In diese erlöste Energie zu gehen, statt in diese unerlöste. Genau. Genau. Das meine ich mit den geistigen Gesetzen. Die Bestimmung ist erstmal da. Du kommst nicht ganz raus. Ja, na klar. Nur die Frage ist die Ausdehnung. Ja, das meine ich mit den geistigen Gesetzen. Ich muss ja danach leben, aber die Frage ist, wie lebe ich? Genau. Und das ist ja das Ziel des Weges. Genau. Und davon sprechen auch wieder alle Einweihungswege. Aber sie wissen, dass Polarität da ist. Und mit dem ersten Eintritt, mit dem ersten Atemzug sind wir drin und mit dem letzten marschieren wir ja wieder raus. Ja. Und so lang ist es existent. Dann gib uns doch vielleicht noch einen guten Tipp zum Abschluss. Wer freiwillig in der Lage ist, sich schon um seine Seele zu kümmern. Numerologisch sind es meistens ja die Fünfer, die Elfer, die Neuner, die Dreizehner seit Neuestem. Die 15er, das sind die, die in sich wohnen haben und die auch offen sind. Und dann gibt es Menschen, die dürfen in diesem Leben gar nicht in Kontakt kommen mit ihrer Seele. Weil dann werden sie krank. Weil es gibt Menschen, die sich mitbestimmen, dafür inkarniert sind und es gibt Menschen, die für was anderes inkarniert sind. Und was haben die dann für eine Zahl? Materie 4 zum Beispiel. Und die dürfen gar nicht in Kontakt kommen. Sonst werden sie krank. Also hier auch wieder... Deswegen kann man die Leute ja gar nicht so dazu zwingen, aufzuwachen. Genau. Geht auch nicht darum. Weil man sie ja krank macht. Genau. Krass. Genau. Ja, nochmal, wenn es die gibt, Polarität, muss es die anderen geben. Ja, es muss Menschen geben, die sich in dieser Inkarnation nicht damit beschäftigen. Sonst gäbe es nämlich die anderen nicht, die sich damit beschäftigen. Ja, und das, diese Überzeugung kann man vergessen. Ja. Genau. Naja, es muss ja auch Leute geben, die uns beschäftigen. Genau. In diesem Sinne, lasst euch beschäftigen. Genau. Also, alles Liebe, Gute. Gesund bleiben, gesund bleiben, gesund bleiben in dieser Zeit. Ich danke dir, Bernhard. Gerne. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ihr unseren Kanal mögt, lasst uns doch einfach einen Daumen da. Abonniert uns oder hinterlasst uns eine kleine Spende. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. In diesem Sinne sage ich schon mal Dankeschön und bleibt gesund.